wir müssen natürlich die verschiedenen Fahrzustände, Bedingungen, äußeren klimatischen Bedingungen berücksichtigen. Aus dem Grund müssen wir auf der ganzen Welt testen, angefangen von Südafrika über Frankreich, Schweden, am Nürburgring. Also möglichst viele verschiedene Bedingungen wollen wir abdecken. Yes, we have to test all over the world. So we have to test in the cold conditions, like here in Austria, or we go to Sweden, to Finland, and under the hot conditions, we go to South Africa. And to evaluate the driving behavior, the dynamics of the car, we go to the Nürburgring. Schnee ist eine Bedingung, ist ein Fahrzustand, wo man sehr feinfühlig agieren können muss, wo die Systeme sehr gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Wenn ein System nicht zum anderen passt, hat man ein Problem, man kann das Fahrzeug nicht optimal an Grenzbereiche heranführen. Yes, snow is a very special condition, because you are handling all the time on the limit of the car. On the limit between friction and slight friction, so you can evaluate the car, the components very good, how they play together, how the engine accelerates, and is it easy to control that or is it not so easy, and therefore we can find the next step and we hope the next better compromise. Sehr schön kann man hier unseren M-Dynamic Modus testen. Das ist ja ein Regelsystemmodus, der uns erlaubt, ein bisschen quer zu fahren. Aber wenn wir dann zu übertreiben, zu sehr quer kommen, hilft uns das System, das Fahrzeug wieder einzufangen. Und wir wollen natürlich jederzeit optimalen Vortrieb haben. Also das System soll uns nicht zu sehr einschränken. Ja, was es jetzt hier sehr schön macht, es gibt das Fahrzeug frei und wir können beschleunigen, obwohl wir hier nur im leichten Drift um die Kurve herumfahren. These are perfect conditions to test our M-Dynamic mode. This system allows you, when the traction control system is still on, to go a little bit sidewards, but the system is not using too hard the power, the engine power, so we have the possibility to slide, to going fast sidewards and to have fun. Beim M5-Fahrwerk haben wir eigentlich alles neu gemacht. Wir haben ein neues Konzept, vorrangig um Gewicht zu sparen und die Präzision des Fahrwerks zu erhöhen, also das Fahrzeug zielgenau bewegen zu können. This suspension is completely new. It's based on the series production car, on the 550, but we changed all components that we get a more precise behavior of the car, better handling, and on the other hand, not to forget it, we reduced the weight of the components of the chassis. Wir müssen mit dem Fahrzeug immer in Grenzbereich gehen für die Erprobung. Das heißt nicht, dass dann der Kunde immer das Fahrzeug im Grenzbereich bewegt, sondern die Frage ist, wie ist der Übergang? Es nützt uns nichts, wenn wir den Grenzbereich sehr hoch ansiedeln, aber dann der Übergang, das Übergangsverhalten, so nennen wir das, nicht mehr beherrschbar ist. Also er soll sich früh ankündigen und gut beherrschbar sein. So it's necessary to go to the limit with our cars. Not for the reason that our customers are driving the whole time under that conditions. No, when we evaluate the limit of the car, then we can be sure that under the normal conditions, when you use only 10 or 20% of the performance of the car, you have a good feeling and you have a good reserve when you accelerate or you have to brake. So that gives you a good feeling. Eine eigentlich sehr simple oder einfache Übung ist das Anfahren am Berg. Aber hier kann man sehr gut die Komplexität zeigen, wo die Regelsysteme mittlerweile beherrschen müssen. Ich stehe jetzt mit meinem Fuß, mit meinem rechten Fuß auf der Bremse. In dem Moment, wo ich aufs Gaspedal übergehe, muss das DSC-Regelsystem weiterhin den Bremsdruck aufrechterhalten. Und zwar so lange, bis der Motor übernimmt und sanft Gas gibt, damit kein Rückrollen ist. Und hier kann man die Dosierbarkeit wieder gut testen, dass auch die Kraft über die Räder auf den Schnee übertragen werden kann und das Fahrzeug nicht zurückrollt. A very simple but very good exercise to check the systems is starting on a hill. I brake now with my right foot and when I lose my foot from the brake on the accelerator, the DSC system has to brake a little bit longer and at the right moment when the engine has enough power, the system has to hand over to the engine and this very soft and smooth. Otherwise I can't transmit the force
on the surface and the wheels at the rear would start to spin again. Ja, läuft sehr gut bisher. Die Änderungen, die wir vorgenommen haben, greifen. Man sieht, das Fahrzeug reagiert darauf und das ist immer erfreulich. Oh, it's working fine. The car is reacting to the changes we are doing and that's a big benefit at the beginning when we see the changes on the car works together. Mit dem Einzug der Elektronik, mit dem ganzen Regelsystem hat sich natürlich die Arbeit immens verändert. Aber ein Riesenvorteil ist, man kann hier online sich die Ergebnisse anschauen im Fahrzeug, online Veränderungen vornehmen, sofort wieder auf die Strecke gehen. Also von der Applikationsarbeit ein deutlicher Fortschritt. Oh, the world changes a lot in the last few years because we have so many regulating systems, so many changes in the software. But a big benefit is we can make the changes online in the car and we can feel online on the track immediately again what is reacting, how the car reacts and how it works. Getestet wird es hauptsächlich, indem man Autos kalt oder beziehungsweise über Nacht stehen lässt, auf der Höhe sauber durchkühlen lässt, in der Früh seinen Kaltstart macht, anständig alles mitmisst und dann geht es ans Fahren. Kalt abfahren, kalt den Berg hochfahren, kalt den Berg runterfahren. Das sind alles die Themen, die wir von der Motorapplikation in den Griff kriegen müssen. Dass er nicht ruckelt, dass er nicht nachschiebt, dass die Hinterräder nicht blockieren. Okay, we are testing in the Alps, especially on high altitude, the starts. So we leave a car overnight and let it cool down and then make a cold start in the morning. And then we drive with the car downhill and uphill and look how it works. Also ich bereite jetzt die Messung vor vom Kaltstart. Wir haben das Auto gestern Abend auf 1800 Meter abgestellt. Und jetzt werden wir dann gleich schauen, wenn die Messtechnik hochgefahren ist, wie kalt das der Motor ist. Und dann hoffen wir, dass er anspringt. I prepared my laptop to do the measurement, the cold start in the high altitude. We left the car at 1800 meters and about minus 50 degrees. So I hope it will start perfectly now. Nächstes ist jetzt hier die Messung starten am Rechner. Und dann den Kaltstart durchführen. Wir haben aktuell knappe minus 7 Grad Motortemperatur. Und dann schauen wir, wie er anspringt. Okay, Messung läuft. Startknopf. Und los.
Da gehört, man sieht einen schönen Drehzahlverlauf. Die Schwingen ist nicht optimal, aber das kriegen wir jetzt noch hin. Wir sind ja noch in der Applikationsphase. Und wieder aus, dass er nicht warm wird. Es muss er können, weil der Kunde kann genauso aus der Garage rausrangieren, gleich wieder abstellen, Garagentor zumachen und so weiter. Also das ist definitiv kein Missbrauch, sowas. Und man hört auch, man sieht, er macht es recht schön. Die Kaltstarts waren jetzt okay, es ist noch Handlungsbedarf da, aber wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Und jetzt geht es ums Losfahren. Schauen wir, Kaltabfahrt, wie das alles funktioniert.